Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizon. Oh, diese Folge wird sehr, sehr spannend, denn drei neue Anwohner ziehen auf die Insel und ich bin ehrlich, ich muss es schon wieder tun. Ich habe es schon wieder getan. Ich habe schon wieder gespielt ohne Aufnahme. Ich glaube, es ist das erste Spiel, wo mir das wirklich schwer fällt, aufzuhören. Ich hätte das niemals erwartet. Okay, ich würde sagen, los geht's mit der nächsten Folge von Animal Crossing New Horizon. Viel Spaß auf den Belarien. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Montag, der 23. März 2020, 21.11 Uhr zu der Zeit, wo ich jetzt gerade aufnehme. Die Neuigkeiten heute. Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Belarien zu begrüßen. Morpheus. Ich hoffe, dass ihr ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Weiter im Text. Freudige Nachrichten. Der Bau des Museums von Belarien kann losgehen. Eugen und ich hätten uns das niemals träumen lassen. Unglaublich, dass wir gleich an seinem ersten Tag auf die Insel das Museum bauen konnten. Wir danken euch vielmals für eure Zusammenarbeit. Wir werden das Museum an der Stelle errichten, an der Eugens Zelt stand. Es tut mir furchtbar leid, euren Vorschlag heute so ausbremsen zu müssen, aber ich hoffe, die Tatsache, dass morgen unser neues Museum fertig sein wird, tröstet euch ein wenig. Das war eine kleine Nachricht, die ich von Eugen an euch weiterleiten sollte. Es gibt einen Umgestaltungskurs. So könnt ihr es aussehen, eure Bastelprojekte umgestalten. Diese Kurse wird eure Kreativität beflügeln. Ja, sichi. Düm, 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 düm. Hallöchen, hier Nepp aus Snooks Laden am Apparat. Ich spreche doch gerade mit Bela, oder? Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 7621 Sterne auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du das Angebot so fleißig nutzt. So. Und wir haben Post. So. Oh, ich habe schon wieder ein Geschenk von Anne bekommen. So. Dodo Airlines. Wir wissen, dass du nicht viel Auswahlmöglichkeiten hast, aber trotzdem ein kleines Dankeschön zur Kundenbindung. Ich bin gespannt. Und hier ist noch... Für noch mehr Palmen. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Anne. Vielen, vielen lieben Dank. So. Jetzt haben wir hier noch einiges Kokosnüsse. Das waren die von Anne. Das ist der Boden. Und das... Da, shit. Hä? Hä? Was denn hier passiert? Oh? Ich habe aber nicht in meinem... Boah, ich habe in meinem Grundstück hier aber nichts vergraben eigentlich. Oh nein. Mach wieder zu. So. Okay. Hier haben wir noch irgendein Loch. Und meine... Meine Pflanzen sind gekommen hier. Gewachsen, aufgeblüht. So. Ja, dann. Dann lass uns mal hier reingehen. Ins gute Häuschen. Ja, außerhalb habe ich ein bisschen was verändert, aber sonst, ja, sonst nicht. Soll ich gerade mal hier Licht anmachen? Na, das finde ich ein bisschen zu grell, das zweite. Oh, gleich viel schöner. Ich mag den Boden irgendwie mehr. Weiß nicht. Aber ich würde sogar gerne eigentlich ja. Würde denn so an sich an die Wand. Ja. Gefällt mir so besser. So, ins Lager kommt das. Dann auch der Kiefernboden kommt ins Lager. Weißes Geschenkpapier. Ja, wir hatten hier auch noch ein Geschenk. Was war das? Ah, das war der Tigermusterboden. Genau, den wollten wir noch ein Twitch-Follower verschicken.
Das mache ich auch noch. Wie gesagt, mehr habe ich jetzt hier nicht gemacht. Einfach mir quasi so einen eigenen Garten gebaut. Hier dachte ich, dass wir halt einfach noch ein bisschen Gemüse oder so, Zwiebeln, irgendwas anbauen, was man gebrauchen kann. Sonst habe ich jetzt hier nichts gemacht. Müssen jetzt hier gerade mal gucken. Stehen die Häuser denn da schon da hinten? Müsste eigentlich. Muss ich mal gucken. Ah, das dauert noch. Okay. Oh, hier steht schon eins. Hä? Aber. Ach so, das kann ich jetzt wieder mitnehmen, oder? Wer wohnt jetzt hier? Ach, hier wohnt Morpheus. Okay, cool. So. Die haben ja hier noch nicht gebaut. Und hier dauert es auch noch ein wenig. Alles klar. Dann switchen wir mal hier rüber. Hier kommt jetzt das Museum hin. Das dauert jetzt auch noch einen Tag. So, was bringt ihr denn jetzt hier Schönes mit sich? Guten Tag. Momentchen, habe ich dich nicht vor einer Weile schon mal im Laden gesehen? Mach dir nichts draus. Falls du es vergessen hast, aber ich bin Tina. Möchtest du mal sehen, was ich im Angebot habe? Ja. Spitze. Was hast du denn Schönes? Oh. Okay, das ist echt schick. Aber jetzt nicht so, was mich so zu 100% überzeugt. Eine Neon-Leggings, okay. Wir haben ja noch ein Leinenkleid. Kunststoffschürze. Das Shirt ist ganz cool. Die Safari-Hose auch. So. Aber irgendwie nicht so das, was mich jetzt wirklich zu 100% überzeugt. Wir hätten jetzt auch noch irgendwas zu verkaufen. Was ist hier? Wer bist du denn? Hä? Hey du. Sag mal, wohnst du hier auf dieser Insel? Dachte ich es mir doch. Ich bin Harvey von nebenan. Also, Nachbarinsel, grüß dich. Meine Freunde sagen einfach, ha, zu mir. Eigentlich suche ich ja Ideen, um eine Künstlergruppe zu starten. Spazier einfach mal zum Flughafen und frag nach Harveys Insel. Da wohne ich fein, oder? Da können wir bestimmt haben es dann. Hundertprozentig. Okay. Lassen wir jetzt mal hier rein. Gucken, was man hier noch so Schönes machen kann. Was haben die denn jetzt? Hallo, willkommen in Nooks Laden. Ja, moinsen. Was ist hier? Das ist deine Spielzeugkiste. 2500. 2500 Sternis für eine Spielzeugkiste. Ihr habt auch einen Knall nicht gehört. Was ist das? Totenkopf-Türschild. Nee. Das ist aber schon... Was ist das hier? Taschentuchspender. Für jederzeit ein Tüchlein bereit. So, das ist eine Spüle. Yo, 3500 für eine Spüle. Gibt es jetzt hier eigentlich irgendwas Neues? Schleuder. Sprungstab, Leiter, schwarzes Geschenkpapier, Ideen für Bastler. Quatsch nicht, niedlich Farbenholzboden, Binsentatan, Steinboden, Lederteppichboden. Okay, also jeder Boden gefällt mir ganz gut, aber... Dafür möchte ich jetzt ehrlich gesagt keine Sternis ausgeben. Es wäre... Ja, tschüss.
Es wäre ehrlich gesagt eher sinnvoll, wenn wir wirklich mal die Insel verlassen, um einfach zu gucken. Das ist Bela. Ja, bitte. Ist mir beim letzten Marathon gekommen. Also passt auf, du kennst doch Morpheus, oder? Der ist ja jetzt gerade hier auf die Insel gezogen. Wenn wir noch mehr so athletische Leute herlocken könnten, hätten wir bald eine coole Truppe zusammen. Für Billard oder irgendeine andere Art von Training. Mit einer neuen Deko neue Talente anzulocken. Ho? Gedenkstein gut sichtbar ist? Ein Gedenkstein? Ein Gedenkstein. Wo würde man denn einen Gedenkstein hinsetzen? So. Jetzt aber. Muscheln, soweit das Auge reicht. Tauschen. Was habe ich denn? Habe ich noch. Ich habe leider nichts mehr. Ich habe leider nichts mehr in den Taschen, was ich irgendwie entfernen könnte. Aber ich könnte. Moment. Doch. Nee. Den Gedenkstein. Ich bin gerade im Überlegen. Ah, wir haben jetzt die Brücke hier sogar. Cool. Ich glaube, den Gedenkstein würde ich hier hinten beim Wasserfall oder so irgendwie hinmachen. Oder hier. Oder? Auf die Karte gucken. Man könnte ihn auch so eine Art Tempel eventuell hier errichten einfach. Weiß nicht, wenn man ihn einfach hier hin macht, so. Ah, ich kann ihn nicht. Doch. Ah, nee, Quatsch nicht. Wegen dem bisschen. Ich würde ja gerne aufräumen. Moment, Tasche ist voll. Okay. Dann machen wir das erstmal alles weg hier. Okay, Sekunde. Vielleicht hast du es schon in der Durchsage gehört, aber ich biete einen Kurs zum Umgestalten an. Wenn du diese Fertigkeit meisterst, macht das Basteln gleich noch mehr Spaß. Schau es dir mal an. Was bedeutet das genau? Umgestaltungskurs? Ja, klar. Fangen wir gleich an. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich fange am besten mit einer Erklärung des Umgestaltens an. Im Grunde ist es ganz einfach. Zuerst brauchst du natürlich etwas, das du umgestalten möchtest, sowie die nötigen Umgestaltungssets. Okay. Einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Ha! Jetzt kriegen wir eine neue Anleitung. So, jetzt müsste ich einen Holzschrank anfertigen. Machen wir, aber jetzt gerade mal noch nicht. Ist da das irgendwas drin? Nee. So. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nukepad Bonusmeilen. Vierter Tag in Folge. So muss das sein. Bankautomat. Den würde ich jetzt nehmen. Kontostand. Auszahlung. Ach so. Ah, da haben die jetzt das Konto aufgeladen. 7600 21 Sternis. Kreditzahlung, Bargeldeinzahlung. 15.000 Sternis. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Yeah, damit ist mein Haus abbezahlt. Perfekt.
Oh, hallo Bela, mein herzlichen Glückwunsch. Du hast deinen Kredit vollständig abbezahlt. Ich habe auch nichts anderes erwartet, aber es ist dennoch ein Grund zum Feiern. Hm? Und ich schätze, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um über die Zukunft nachzudenken. Ich bin mir sicher, dass dein Zuhause sehr heimelig ist. Aber wie wäre es denn, wenn es größer wäre? Und ich kann dir versichern, es geht in der Tat noch größer. Ein größeres Haus bedeutet mehr Platz für Möbel und zum Lagern. Dass dir das fürs Erste klar ist. Wenn du mehr wissen möchtest, komm zu mir. Der Bastelkurs. Eigenheimberatung. Ja klar, ich verschulde mich direkt wieder. Okay. Da fällt mir ein, wenn du eine andere Farbe für dein Dach willst, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit. Wir haben 8 Farben im Angebot. Bitte wähle eine Farbe für dein Dach. Ich würde in der Tat... Ich habe jetzt ein rotes Dach. Ich würde ein grünes nehmen. Morgen beendet sein. Du bist hier noch aufgeregter als ich. Okay, perfekt. Ja, cool. Ein Holztisch brauchen wir jetzt auch überhaupt noch. Sowieso. Generell überhaupt. Ein Holzschrank. 12-mal Holz brauche ich dafür. Okay, sonst kam aber jetzt nichts Neues dazu. Nein. 12-mal Holz. Okay. 12-mal Holz können sie haben. Kein Problem. So. Aber ich habe auch nur noch... Habe ich? Nur noch eine... Ach nee, ich habe da noch hier. So. Wachsen Bäume wieder nach? Ich hoffe doch. So. Ich will gerade mal gucken, okay. Den kann ich die nicht nehmen. Ich dachte, ich könnte, wenn ich jetzt auch nur 3-mal drauf haue, dass da auch nichts passiert, so. Oh. Ich habe immer so ein Talent, ich mache dann immer noch mehr Löcher, anstatt sie wieder zuzumachen. Ja. Achso, genau, wir hatten hier unten eben am Strand noch. Öffnen. Ein Steintisch. Oh, die kenne ich ja bereits. Okay. Dann würde ich sagen, sammle ich jetzt erstmal das ganze Holz zusammen und mache hier meine komplette Runde wieder auf der Insel. Es gibt ja doch noch relativ viel zu tun am heutigen Abend hier. Aber... Das ist jetzt alles wirklich Grinding für heute. Von daher würde ich jetzt an der Stelle erstmal Schluss machen. Wir haben ja auch schon einiges an Folgen vorproduziert und die soll natürlich jetzt auch erstmal nach und nach veröffentlicht werden. So, okay. Wir haben jetzt, wie gesagt, einen neuen Nachbarn. Morpheus ist eingezogen hier auf Belarien und das Museum eröffnet dann am Folgetag. Mein Haus wird ebenfalls ein bisschen größer und ich würde dann eben das Holz sammeln für den Holzschrank und ja, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle Schluss und ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Das war eine Folge Animal Crossing New Horizons. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann einfach gerne abonnieren. Macht's gut, ciao.